Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. So, wir sind wieder da, wo wir das letzte Mal fast aufgehört hatten. Beziehungsweise, wo ich ja gesagt habe, ich mache weiter. Und zwar hier nachts im Kriecher Piranha-Sumpf habe ich mir jetzt schnell die goldene Fahne geholt mit der Peach. Und dann bin ich gleich mal weitergedüst mit Todd hier rüber. Und zwar zur Hasenjagd in der Grassteppe und habe halt dort auch noch die goldene Fahne geholt. Und ich habe mir vorher noch zwei Katzenanzüge offline geholt. Und jetzt haben wir soweit alles geschafft und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal weiter. Und zwar hin und her im Gruselhaus. Das kann ja bloß wieder schlimm werden. Bleiben wir einfach mal bei Toddy. Warum auch nicht? Hä? Okay. Deshalb hin und her. Hau ab, Bu. Nee. Sofa schwebt nach oben. Krieg kein One-Up. Aber dafür hier einen Stern. So, haben wir schon zwei Sterne. Das ist doch schon mal nett. Das ist sicherlich eine Fake-Fahne. Ich hab's gewusst. Okay. War auch nur fake. Nach oben. Nice. Fahrt nach unten. Nein! Das geht noch weiter! Hä? Muss er hier irgendwas Bestimmtes machen? Oder ist das ein optionaler Ausgang? Das ist echt schon gerade ein bisschen strange. Komm, Daddy, komm, komm, komm. Dafür kriegen wir hier wieder den. Genau, das ist ja nur ein Fake. Ich lasse jetzt einfach mal die Fahne da. Die Evil's Fake ist. Irgendwas muss man auf alle Fälle hier noch erledigen. Die Frage ist halt nur, was man hier erledigen muss.
Aha. Alles klar. Okay, so schlimm war es jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe mir das wesentlich schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber das ging ja eigentlich noch ganz gut. Werden die Levels etwa leichter werden? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ach nö, nicht so was. Nee, bitte. Jetzt nicht sagen dürfen. Oh Gott. Ja, aber es wird ja langsam. Das Problem, was ich halt immer noch habe, uns fehlen halt Stempel. Woher kriege ich die Stempel? Das ist jetzt halt einfach mal so die Hauptfrage, wo ich habe. Woher kriege ich die Stempel? Weil man braucht ja hier alle Sterne, alle Stempel und alle Zielfahnen bisher. Und das finde ich halt schon. Hektik in der Wolkendisco. Wow. Okay. Ja, genau. Warum? Oh, Nintendo, warum? Oh, wie die mich einfach nutzen wollen. Mario. Super, brauchen Mario. Hab ich kein Mario. Wow, hoho. Okay, ohne Tanuki kannst du das Level voll vergessen. Das killt dich einfach mal rigoros. Ohne Rücksicht auf Verluste. Was? Nein, und ich springe runter. Das finde ich nicht nett. Ja, da wäre es eigentlich schade, wenn ich rausgehe. Um gleich dann mal mit Mario zu starten, wenn man hier eh Mario braucht. Aber unsere ganzen schönen Leben einfach mal rigoros komplett alle wegzerstört. So. Na komm. Tanuki Mario. Muss es jetzt machen. Ein Mario-Schalter. Hey, da hat's ja voll gebracht und so. Wow. What a epic. Nein. Warum?
Das darf doch nicht wahr sein! What the hell? Why? Das sind doch nicht immer die Monster, die mich eigentlich killen, das sind ja nur die blöden Blöcke. Wenn die ja ohne Vorwarnung immer in den Sendtag putz, 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 putz. Die wechseln halt ab und zu mal ein bisschen zu schnell. Dass man da eine Chance hätte zu reagieren. So. Das ist so gemein hier. Das ist übel. Übel ist das. Kann man nicht mit dem Tanuki-Schweif wegburnen. Wie mies ist das denn bitte? Nur noch 10 Leben, ey. Wie mich das Spiel einfach rollen will. Nein, nein, so weit heute noch nicht. Ah! Mann! Leute, Leute, ich sag's euch, das Level hier. Das toppt nochmal alle. Ich werde wahrscheinlich den Weltrekord aufstellen in Super Mario 3D World. Wie oft man sterben kann. So. Hier rein. Ach nö, jetzt brauche ich mein Wii U Gamepad. Das ist mies. Ich habe meinen Pro Controller, jetzt hätte ich boosten müssen. Okay, das war der zweite Stern. Und wo ist dann der dritte? Okay, der ist da mitten auf der Bahn. K.
Okay, ich starte hier. Kurz wechseln. Okay, müssen wir kurz rausgehen. Gibt's doch nicht. Okay.